Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir haben in der letzten Folge mit Arvina geredet, der künstlichen Intelligenz. Und wir können mal gucken, ob wir noch irgendwas scannen können. Hier können wir noch was scannen. Ausrüstung für Hydrokulturen. Dieses Terrarium wurde für Hydrokulturen und die Kultivierung von pflanzlichem Leben auf der Nexus entwickelt. Geht das auch? Computerterminal. Das ist ein Standard-Computerterminal der Nexus zur Interaktion mit einer Vielfalt von Systemen. So, ich habe auch meine Tastenbelegung noch mal ein bisschen geändert, dass ich jetzt auch mit der Maus scannen kann, weil das geht dann einfach ein bisschen schneller. Ja, hier ist alles wie ausgestorben und wir müssen herausfinden, woran das liegt und warum das so sein könnte. Ich glaube, haben wir hier noch irgendwas? Da ist Oh ja, jemand. da ist wirklich Vielleicht hat jemand. er ja Champagner dabei. Aha. Hi. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Der sieht irgendwie ein bisschen bekifft aus. Oder unter Drogeneinfluss. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, wir sind gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Okay. Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen. Oder. Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ich bin Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Ich mag die Turianer, die sind toll. Ja, wir sind tatsächlich hier. Ich habe ein Schiff voller Menschen, das belegt, dass wir tatsächlich hier sind. Natürlich, es ist nur. Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Ein Sie Jahr sitzen schon lang. ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Ja, okay. Also eigentlich wollte ich gerne mich hier noch ein bisschen umgucken, beziehungsweise hier einmal so die Treppe hochgehen. Ryder, Ich wir wusste sollten nicht, zur dass Bahn er gehen. gleich Viele mit uns Leute wollen fahren sie will. bestimmt sehen. Ja, das mag sein, aber vielleicht will ich diese Leute ja nicht sehen. Doch, natürlich, aber können wir hier Hey, nicht hoch? hey, wir können Okay. nicht alle warten lassen. Okay, wir kommen sowieso hier nicht hoch. Mehr als das können wir auch gar nicht machen. Ich gucke nochmal eben, ob hier was in der Ecke ist. Irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Behälter hier. Aha. Alles klar, nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mein Inventar ist bald voll. Gut, dann wollen wir mal. Ich bin bereit. So. Starten wir die Bahn mal. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist Augenkrebs. fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie.
die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Ja, wir sind hier, um zu helfen. Wir wissen, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Edison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Oh, das ist natürlich eine ziemlich heikle Lage. Eine verzwickte Situation. Ich verstehe das Dilemma. Und ich fürchte, wir müssen wirklich ziemlich schnell und dringend eine goldene Welt finden. Sonst haben wir ein Problem. Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Ich bin bereit zu tun, was getan werden muss. Ich kriege das hin. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. Jugendlicher Leichtsinn, so eher. Behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Ich freue mich, diese ganzen Rassen wiederzusehen. Willkommen auf der Nexus. Ja, der ist echt nett. Danke, dass Sie für mich eingetreten sind. Entschuldigung. Hoffnung sie ist echt nett. Ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Okay, direkt erstmal unsere Energie und wenn schön Energie ausnutzen. Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Ja, wenn wir dann mal Zeit haben. Mal schauen, ob wir das haben werden. Mhm. Gut, wir gucken mal ins Logbuch rein. Wiedersehen mit der Nexus. Die Hyperion hat an der Nexus, der zentralen Anlaufstelle für Teams der Andromeda-Initiative, angedockt. So, wir sollen mit Direktor Tan sprechen. Mal gucken, ob hier noch ein paar Nebenquests sind, die ich spontan entdecke. Aber auf jeden Fall werden wir uns hier ein bisschen in Ruhe umgucken und das ist ein schöner Ausblick irgendwie. Gefällt mir ganz gut. Ach, von ihr kommt das? Nee, von ihm. Dafür müssen wir dich nur an diesen köstlichen Strom anschließen. Ich hab's heute irgendwie mit der Geschlechterverwechslung, kann das sein? Ja, ich mach mal hier Escape, damit die Meldung da weggeht. So. Das sieht alles cool aus hier. Schön, dass Sie hier sind. Haben wir denn eine Wahl? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Spender, Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen. Wow, und so viele Leute reden hier immer. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinhören soll, aber wir reden jetzt einfach nochmal mit Edison. Also gut, was ist passiert? Mit was? Es heißt womit, und ich meine Ihren verdammten Vater.
Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Erlek passiert ist. Nicht wie er starb. Ich kenne die Loks. Was ist mit dem Pathfinder passiert? In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Irgendwie nervt sie mich. Sie ist viel zu pessimistisch eingestellt. Immer hier positiv rangehen. Guck dir Ryder an, die ist auch gut drauf. So, ja, wir können Sie jetzt ein paar Sachen fragen. Das werden wir auch auf jeden Fall mal machen. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Irgendwie nervt sie mich gerade immer mehr. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet, nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an, sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid, 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Es gibt dann noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erlek Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation. Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Es reicht nicht, einfach nur irgendwo einen Außenposten hinzuklatschen. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel. Nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Meine Maus hängt übrigens hier gerade in der Mitte fest, mitten in ihrem Gesicht. Ich wollte sie wegschieben, aber sie ließ sich nicht wegschieben. Gut, genug mit sie ihr gesammelt. Entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern. Das finde ich gut. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Erlek hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Ja, ich merke das schon, dass die Gute mir nicht vertraut und sie ist mir auch irgendwie extrem unsympathisch. Also ich meine, ich kann sie verstehen. Das ist keine einfache Lage und Situation hier für die Leute.
Aber unsere Lily Rider wird das schon machen, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden die goldenste Welt der Welten finden. Da bin ich überzeugt von. So, hier sind auch noch ein paar Bäumchen. Hier ist auch ein bisschen mehr Leben jetzt. Oh, hier haben wir wieder eine Informationstafel. Ich weiß nicht, ob die uns noch andere Dinge sagt. Ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Ich glaube nicht. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Faszinierend. ja, hier sind tatsächlich noch andere Sachen, die wir auswählen können jetzt. Naja gut, klar, wir sind ja jetzt auch woanders als vorher. Es sieht übrigens cool aus, wenn hier so eine Asari mal durchs Bild läuft. Das hat irgendwie was. Fasziniert mich gerade so ein bisschen. Sie sind Mitarbeiterin Ryder, Gehaltsklasse 19b, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor Tan. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. Ja, Urlaub in über 500 Tagen läuft bei ihr, würde ich sagen. Oh Gott, die Arme. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren Tan. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tyrion Kandros. Ja, so viele Namen und die muss man erstmal zuordnen und sich merken, wer wer ist. Ich meine, bei den beiden konnte ich es mir jetzt schon merken, aber ich habe schon wieder vergessen, wer Tyrion Kandros ist, ehrlich gesagt. Zu viele Informationen hier mal wieder. Ja. Was haben wir denn noch Schönes? Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Ich fand es übrigens beim ersten Mal noch cool, wo die Asari hier durchs Bild gelaufen ist. Aber es ist irgendwie immer die gleiche und sie läuft hier die ganze Zeit so hin und her und hin und her. Und mittlerweile wirkt es dann doch irgendwie ein bisschen bescheuert. Da ist sie schon wieder und sie starrt mich an. Also nicht mein Charakter, sie starrt mich an. Ich habe es genau gemerkt. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Ja, das ist nicht gut. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. 7 Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Ja, hoffen wir mal, dass irgendein halbwegs brauchbarer Planet dabei ist. So, achso, die Karte habe ich ja jetzt woanders. Hier. Wir können natürlich die Nexus kennenlernen. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um, bevor wir hier zu Direktor Tan gehen. Denn hier unten haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Aufgaben. Mal schauen. Hier können wir nichts machen, aber hier, mit ihm können wir reden. Es ist nicht richtig. Mit ihr, Entschuldigung. Es ist schon wieder falsch. Fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was für ein Verbrechen denn?
Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Klar, können wir machen. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Ach Mensch, dazu müssen wir auf jeden Fall nachher die Gefängnisstation noch finden. Wir können jetzt unsere Aufgaben sehen. Da müssen wir jetzt die hier drin stehen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt... Ich glaube, hier müsste das sein, oder? Oder bei zusätzlichen Aufgaben? Doch, hier ist es drin. Genau. Mit dem können wir sprechen. Wir können das auch so markieren, dass wir speziell dieser Aufgabe nachgehen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da gleich noch 1000 andere Aufgaben kommen. Jetzt schauen wir erstmal weiter uns das Datenpad hier an. So, Apex-Status. Lieutenant, basierend auf Statusbericht 16C sind wir unserem Ziel offenbar keinen Schritt näher, in einem Sektor Fuß zu fassen. Ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko und der anhaltende Verlust an Ressourcen und Leben machen eine Rechtfertigung schwer. Bei einer so niedrigen Moral müssen wir die Erwartung erneut herabsetzen. Kandros. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Einsatzteammission. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Verstehe. Erschlag? Aha. So, folgen Z halten. Er zeigt da oben so ein paar Quests an. Ja. Wir reden einfach mal mit ihm. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Wofür denn einsetzen? Für welche Situationen sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Ja, das ging schnell. Dankeschön. Jetzt können wir damit was machen, oder? Hui. Okay, hier können wir Einsatzteams entsenden. Aha. Kann man das nicht so anklicken? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß aber nicht, was wir damit genau machen sollen. Ich wähle mal jetzt irgendeins. Okay, die sind wohl verfügbar. Und das zeigt den Schwierigkeitsgrad an. Aha. Okay, 1 Stunde 35 Minuten. Und in 6 Stunden läuft es ab. Ja, wir können ja... Es gibt anscheinend hier auch Belohnung. Wir können ja einfach mal das irgendwie wählen. Anlageuntersuchung. Okay. Huch. Jetzt haben wir es auch schon aktiviert. Eigentlich wollte ich noch lesen, was da steht, aber ist nicht so schlimm. Ach, jetzt kann ich es auf einmal doch anklicken. Gerade ging es irgendwie nicht. Können wir noch mehr machen oder haben wir keine Teams mehr? Das finde ich ja cool gemacht. Dass man die Missionen dann einfach im Multiplayer selber spielen kann. Okay, das finde ich gerade ziemlich cool. Aber das ist gerade ein bisschen ungünstig, deswegen schicken wir ein Einsatzteam. Und starten die Mission.
ne, Bergung des Artefakts, aber irgendwie, hallo, irgendwie, muss ich noch irgendwas, okay, ich glaube, man müsste jetzt hier noch Leute haben, die man auswählen kann, wir haben halt einfach keine, nur eine Person, die da schon unterwegs ist. Okay, da muss ich mich, glaube ich, mal irgendwann in Ruhe durchlesen. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall ja, fertig bearbeitet. Okay. Da hinten geht es anscheinend zum Gefängniswärter. Deswegen gucke ich nochmal, ob hier was ist. Oh, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Nichts Illegales, zu klein. Ach, er ist auch hier. Sie wären überrascht. Es gibt Oscilbia-Rebstöcke in der Saatbank. Niemand stellt in Andromeda Creeper her. Sie wären überrascht. Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Okay. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Ja, alles gut, wir kriegen das schon hin. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Sehr gut. So eine Einstellung wollte ich haben. Geht doch. Warum nicht gleich so? Das sieht auch cool aus hier. Das hat was. Okay, die wollen alle nicht mit uns reden. Die sind sehr beschäftigt. Ah, Überwachungsaufnahmen, die gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Oh, okay. Schadensbegrenzung. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt alles vorlese, ist das ein bisschen viel, oder? Und wahrscheinlich sind das immer die Antworten da drauf. Ja, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass ich sowas hier vorlese, weil es doch relativ viel ist. Ansonsten könntet ihr das Video auch pausieren und euch das selber durchlesen. Und ich selber lese mir sowas dann meistens immer offscreen nochmal in Ruhe durch. Genauso wie den kompletten Kodex, den lese ich mir auch immer dann in Ruhe durch. Ja. Dann wollen wir mal hier mit ihm reden. Aber erstmal können wir hier noch was kaufen. Oha, ja, Schrotflinte, Sturmgewehr, oh, eine neue Universalklinge haben wir auch noch, eine Schrotflinte und ein Präzisionsgewehr, das würde ich gerne kaufen, kann ich mir aber nicht leisten, wir haben nur 100 Credits und es kostet 800 und das hier oben können wir uns sowieso nicht leisten, deswegen würde ich mal sagen, da sparen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder, ich will zu Nilkin Rensis. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilkin, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Ihre Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, sie waren es nicht und dass sie sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert, von Feinden überrannt, unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Soweit ich weiß, verstößt ein Streit nicht gegen das Gesetz. Da ist noch mehr.
Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Oh, okay. Naja, aber ja, ist natürlich ziemlich scheiße gelaufen. Aber es war ja wirklich keine Absicht. Ich meine, furchtbar ist es, gar keine Frage, aber es war keine Absicht. Durch den Sandsturm konnte er ja nicht wirklich was sehen und wäre es ein Cat gewesen, dann wären sie jetzt vielleicht beide tot. Klingt wie ein Unfall. Das habe ich auch gesagt. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Ach Mensch. Geben Sie noch nicht auf. Ich werde mir die Beweise ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas, das Ihnen hilft. Das wäre großartig. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Ja. Ich hoffe, dass Hoffnung besteht. Ja. Dann sprechen wir einfach nochmal mit Kandros. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Er ist echt nett. Ja, die Turianer sind mir sowieso relativ sympathisch. Ich habe mit Nicken Rensis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Okay. Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch, aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Also ich glaube ihm das. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt. Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Okay, es gibt eine Aufnahme. Interessant. Ja, das müssen wir uns mal genauer angucken. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Und auch in der nächsten Folge werden wir ihn dann noch ein bisschen weiter ausquetschen und schauen, was er uns so alles Schönes zu sagen hat. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.